Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem kleinen Unboxing. Und zwar habe ich wieder was von Devolo bekommen. Ich mache euch erstmal nach unten. Und zwar ist es der neue Stecker, beziehungsweise die neue Steckdose. Da werde ich auch dann erstmal gucken und eine Weile benutzen, bevor ich dann Hardware-Check mache. Weil da hat sich jetzt nichts dran geändert, großartig. Ja, das ist, die hat jetzt eine neue Form. Die zeige ich euch auch gleich in einem separaten Video. Wir packen die jetzt hier nur aus, dass wir uns die mal angucken können, wie die verpackt ist. Ja, seht ihr jetzt mit dem neuen Diffuser, seht ihr das jetzt schlecht, was ich hier auf dem Karton habe. Deswegen muss ich den Karton dann immer ranhalten. Der ist wirklich sehr hell, vor allem bei weißen Verpackungen. So. Wie immer einmal auf, dann kommt eine kleine graue Box. Wo haben wir sie? Da. Dann machen wir die Nippel hoch. Da haben wir, wie Devolo üblich, eine Anleitung, wo wie immer, denke ich mal, alles super erklärt ist. Also ich hatte da ehrlich gesagt noch nie Probleme bei Devolo, dass in der Anleitung irgendwas scheiße gestanden hat, was man nicht verstanden hat. Das ist auch schön groß geschrieben. Also weiß ich nicht, da könnten sich einige mal wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, zeige ich euch mal. Auch dick geschrieben ist, also ist alles schön groß, dass man das kann selbst ich ohne Brille lesen. Und teilweise Texte richtig dick da gedruckt, dass man sieht, was wichtig ist. Auch mit einem Ausrufezeichen da. Finde ich sehr toll. Dann haben wir die Steckdose an sich. Die sieht jetzt anders aus als vorher. Das werden wir auch gleich uns genauer angucken, wie das aussieht. Ich habe mir die andere extra noch hergeholt. Das ist jetzt das reine Unboxing, dass ihr seht, wenn ihr das kauft, was da halt mit drin ist. So. Machen wir das mal wieder zu. Und dann haben wir hier noch, wo haben wir Deutschland? Dieses Gerät, ja, bla, will's. Das ist dann halt nochmal von Devolo der Zettel. Noch eine kleine Sache zum Gerät. Hier steht auch noch die DIN-Norm und alles Mögliche drin. Und wie die Firma heißt, Devolo AG natürlich. Alles nochmal wirklich haarklein beschrieben. Das war es auch schon, was da mit drin ist. Ich werde das auch gleich schon mal wegpacken. Und dann werden wir gleich im nächsten Video uns diese Steckdose mal genauer angucken und vor allen Dingen die Unterschiede zu der alten Steckdose werden wir uns dann auch mal ganz genauer angucken. Bis dahin würde ich mich jetzt verabschieden. Ich werde versuchen, das Video hier irgendwo zu zeigen, damit ihr das seht. Irgendwo ist hier so ein Abonnierknopf, könnt ihr auch abonnieren. Oben mal in die Infobox gucken, da wird bestimmt noch ein paar Videos von Devolo verlinkt werden von mir. Bis dahin bin ich dann erstmal weg. Achso, wenn es euch gefallen hat, ein Daumen wäre natürlich nie schlecht. Und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ahoi, sagt euer Odin.